Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Buchvideo von mir. Es ist Samstagabend, wir haben jetzt kurz vor sieben, Besuch ist ja so vor einer halben Stunde ungefähr weggefahren. Deswegen dachte ich mal, gibt's heute doch ein Buchvideo für euch. Letzte Woche haben wir ja schon ausgelassen, weil wir da Pfadfinderfest hatten, ne, Sommerfest. Und ja, noch eine Woche wollte ich euch jetzt nicht ohne Buchvideo lassen, weil ich weiß, dass einige von euch da draußen darauf warten. Wie es denn jetzt bei unseren, ja, in unserer Arkadiensaga weitergeht. Wir sind jetzt bei der Hälfte vom dritten Buch. Und letztes Mal, so vor 2 Wochen, habe ich euch vorgelesen, da ist einiges passiert. In Amerika bei Anne ist der Mann, ihr Mann Cyril, verstorben leider. Und damals waren ja solche Zeiten, er war ja selber Arzt und trotzdem die Krankheiten damals, vor allem in einem harten Winter, war ja ganz, ganz viel so Grippeerkrankungen und so weiter. Da sind einige Menschen gestorben. Und leider hat er sich auch angesteckt bei seinen Patienten und schafft es nicht. Und gleichzeitig, also so, er hat es gerade noch geschafft, seinen neugeborenen Sohn zu sehen und ja, ist dann verstorben. Und Anne, die hat erstmal mehrere Tage ja, also im Delirium verbracht. Kann sich dann gar nichts erinnern und dann war sie in richtig tiefe Trauer gestürzt und ja. Und in England, da wo jetzt Nicole sich befindet, sie ist vom Land nach London gekommen, um wenigstens das Ende von der aktuellen Saison mitzuerleben, hat ihr Onkel drauf bestanden. Ja, und jetzt lesen wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich setze mir meine nagelneue Lesebrille auf. So schaut's aus. Und dann geht's auch schon los. Nicole stieg zögernd aus der Kutsche. Sind Sie sicher, dass dies die richtige Adresse ist? Lincoln's Inn Fields. Ja, Madam. Jim deutete mit der Hand, in der er die Peitsche hielt, auf das Haus vor sich. Nummer 39 ist gleich hier. Nicole blickte durch die offene Tür hinaus und fragte, »Und was ist, wenn sie mich nicht sehen will?« »Das ist das Schöne an der englischen Höflichkeit.« Percy klammerte seinen Stock zwischen sein Knie und lächelte ermutigend. »Sie werden nie gezwungen sein, die Demütigung der Ablehnung ertragen zu müssen. Geben Sie einfach dem Dienstmädchen, das die Tür öffnet, Ihre Karte.« »Ich verstehe nicht.« »Die Dame des Hauses hat dann die Gelegenheit, die Freundlichkeit zu erwidern, wenn sie es wünscht.« Dann können Sie sich treffen und Tee trinken oder gemeinsam durch Mayfair schlendern. Andernfalls schreibt sie Ihnen eine kleine, nette Nachricht, in der sie eine unwichtige Sammlung von Entschuldigungen auflistet. Ich habe Bekannte, die es seit einem Dutzend Jahren oder noch länger höflich vermeiden, einander zu sehen. Ihr blieb nichts anderes übrig, als aus der Sicherheit der Kutsche auszusteigen. Diese Wohngegend Londons war ihr unbekannt, aber Percy hat ihr versichert, dass sie sehr geachtet war. Die Häuser waren gemütlich aneinander gebaut und schauten alle auf ein von Bäumen gesäumtes Feld hinter der Straße, das sich in grauen Schweigen erstreckte. Der Tag war kühl und von einem Nebel durchzogen, der so fein war, als dass man ihn Regen hätte nennen können. Das Wetter war, wie vieles in England, soweit Nicole das beurteilen konnte, irritierend, manierlich und vornehm. Sie hatte entdeckt, dass in England zwei verschiedene Welten existieren. Die eine war ein Universum aus Edelsteinen, glitzernden Kleidern, Bällen, Musikaufführungen und Sonntagsgottesdiensten in der Westminster Abbey. Die andere bestand aus einer himmelschreienden Armut, die sie entsetzte. Natürlich war es möglich, die Augen vor den verwahrlosten Stadtteilen zu verschließen, indem man einfach die Kutschvorhänge zuzog. Und nach der Art, wie Nicole viele bei den Empfängen und Banketten und Tanzteens sprechen hörte, hätte man meinen können, es gebe diese zweite Welt überhaupt nicht. Aber sie konnte die Augen nicht davor verschließen und hatte auch nicht den Wunsch, das zu tun. Ein Blick in eine Gasse genügte, um ihre Träume mit Bildern von Menschen zu füllen, die in Rauch und Schmutz lebten, und mit denen von hungrigen Kindern, deren Kleidung nur aus Lumpen bestand. In diesen Augenblicken fühlte sie sich ganz besonders gefangen und verängstigt. Nicole stieg die Treppe hinauf und zog am Messinggriff neben der Tür. Im Inneren des Hauses hörte sie eine Glocke läuten.
Sie griff in das kleine, mit Perlen besetzte Täschchen, das an ihrem Handgelenk hing, und nahm ihre Karte heraus. Der Umstand, dass sie solche Karten überhaupt besaß, verwirrte sie immer noch. Aber das war eines der ersten Dinge, die sie mit ihrem Onkel getan hatte, nachdem sie in London angekommen waren. Sie waren direkt zu Kedricks in der Bond Street gegangen und hatten Briefpapier und Karten aus gebundenem Pergament bestellt, auf die sie in Silber das Harrow-Wappen aufgeprägt war. Sie fuhr mit dem Finger über die Schrift unter dem Wappen, die in schweren Prägebuchstaben die Worte Miss Nicole Harrow formte. Keine Adresse, keine Informationen irgendeiner Art. Charles hatte ihr versichert, dass nichts weiter nötig sei als ihr Name. Die Tür ging auf und eine junge Frau mit einer gestärkten Schürze und weißen Haube stand vor ihr. Sie ließ ihren Blick über Nicoles Tageskleid und den kleinen Hut wandern und machte dann einen hastigen Knicks. »Guten Tag, Madame.« Nicole wollte schon selbst einen Knicks machen, beherrschte sich jedoch. Stattdessen wiederholte sie die Worte, die Percy ihr vorgesagt hatte. »Bitte, wenn Sie so freundlich wären und Mrs. Madden sagen würden, dass Miss Nicole Harrow wünscht, Sie zu sprechen, und...« Sie brach mit einem Satz ab, da die Frau ihr nicht mehr zuhörte, sondern etwas hinter Nicole anstarrte. Nicole drehte sich um und sah nichts außer ihrer Kutsche und dem Lakai, der an der offenen Tür stand. Percy war in der Kutsche sitzen geblieben und spielte mit dem Knauf seines Stocks. »Stimmt etwas nicht?« fragte Nicole. »Oh nein, Milady.« Dann machte das Dienstmädchen erneut einen Knicks, diesmal tiefer. »Entschuldigen Sie bitte.« Aber Nicoles mühsame Haltung war dahin. »Wenn Sie Mrs. Madden bitte einfach meine Karte geben würden?« Sie drückte dem Dienstmädchen ihre Karte in die Hand und ging wieder die Treppe hinab. Bevor sie jedoch die Kutsche erreichte, rief eine Stimme hinter ihr. »Nicole!« Sie fuhr herum und sah, wie die Kapitänsfrau ihre Röcke hopp und die Treppe hinuntereilte. »Oh, meine Güte, ich traue meinen Augen kaum!« Sie ergriff Nicoles Hände. »Was für eine Freude, Sie zu sehen, meine Liebe!« Nicole war über diese Begrüßung so erleichtert, dass sie sagte, »Als Sie sich nicht bei mir meldeten, dachte ich, Sie wollten mich nicht wiedersehen.« »Oh, mein liebes, süßes Mädchen, nichts könnte von der Wahrheit entfernter sein. Sie müssen mit ins Haus kommen und eine Tasse Tee mit mir trinken«, bat Emily, während sie Nicoles Hände freundlich drückte. Nicole entzog ihr eine Hand und deutete zur offenen Kutschentür. »Darf ich Ihnen Lord Percy vorstellen, der Advokat und Freund meines Onkels?« »Einen wunderschönen guten Tag, my lady.« »Sie müssen auch mit ins Haus kommen, Eure Lordschaft.« »Ich fühle mich hier ganz wohl, danke.« »Unsinn, davon will ich gar nichts hören. Steigen Sie bitte sofort aus.« Emily warf einen erstaunten Blick auf die Kutsche und murmelte bei sich. »Meine Nachbarn werden vor Neugier Augen machen.« Dann zog sie Nicole wieder die Treppe hinauf und ins Haus. Percy stieg die Stufen der Kutsche hinab und folgte ihnen gehorsam. Bald saßen sie auf weichen Plüschsesseln vor dem großen Flügelfenster mit einem weiten Blick über die Straße und den Park. Der polierte Eichenboden spiegelte das weiche Morgenlicht und den Feuerschein wider. Die Wände waren mit Gemälden von Häfen und majestätischen Schiffen auf dem Meer geschmückt. Auf dem Ecktisch stand ein großer Globus. In zwei Schränken stapelten sich Karten und Dokumentenrollen, die von königsblauen Schleifen zusammengehalten wurden. Während das Dienstmädchen ihnen den Tee servierte, erklärte Emily, »Als wir in London angekommen waren und uns wieder zu Hause eingerichtet hatten, kam mir der Gedanke, dass Sie meinen Besuch vielleicht nicht wünschen.« »Aber warum denn?« »Weil das Leben an Land anders ist als das auf einem Schiff.« Sowohl ihr Tonfall als auch ihr Blick waren freundlich und herzlich. »Es könnte als unangemessen gelten, wenn die Frau eines Schiffseigentümers die Erben eines Earls besuchen will.« Emily streckte die Hand aus und berührte leicht Nicoles Knie. »Aber vergessen Sie es jetzt. Sie sind hier und nun müssen Sie mir erzählen, wie es Ihnen geht.« »Ehrlich gesagt weiß ich das nicht.« Die Gelegenheit, sich einer anderen Frau gegenüber zu öffnen, kam so unerwartet, dass ihr die Worte fast im Halse stecken blieben. »Ich bin nicht unglücklich, aber ich fühle mich irgendwie gefangen und so verwirrt. Und von Zeit zu Zeit auch verloren, nehme ich an.« »Vollkommen. Die Erleichterung darüber, verstanden zu werden, machte sie ganz schwach. Ich bin jetzt seit 2 Monaten hier und ich weiß immer noch nicht so recht, was von mir erwartet wird.« »Meine Liebe, das ist nicht überraschend. England ist so anders. Ich weiß, jeder sagt mir, dass ich mir Zeit lassen muss. Aber wie viel Zeit und warum muss ich mich so eingesperrt fühlen? Es gibt so vieles, das ich gerne tun würde. So viele Menschen sind in Not. Aber alles, was ich höre, ist, lass dir Zeit.« Emily ersparte ihr eine solche Plattitüde. Stattdessen niebte sie an ihrem Tee und schaute Nicole über den Rand ihrer Tasse hinweg forschend an. »Haben Sie schon viele Verehrer kennengelernt?«
In jedem Alter, jeder Gestalt und jeder Größe. Als Percy diskret hustete, wandte sich Emily zu ihm und sagte, Sie müssen uns vergeben, mein Lord, dass wir Sie so ignorieren. Ganz und gar nicht, Miss Marden. Es ist mir eine Ehre, Miss Nicole ein Freund zu sein, und sie hat sich so sehr nach einer Gelegenheit gesehnt, sich einer anderen Frau anzuvertrauen. Natürlich hat sie das. Emily lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf Nicole und bat sie leise. Sie sagten, dass es viele Männer gibt, die ihr Interesse zeigen, meine Liebe. Die Schleusentore öffneten sich und Nicole platzte mit einer Flut unzusammenhängender Gedanken heraus. Sie erzählte von Festen mit langen Reihen von Debütantinnen und achtbaren Junggesellen, von Verehrern, die sie umwarben, von vornehmen Damen, die sie überhaupt nicht zu beachten schienen. Sie sprach davon, dass sie Menschen kennengelernt habe, die damit prahlten, Beziehungen zur Familie Harrow zu haben, die Generationen zurückreichten, Menschen, die genauer zu wissen schienen, wer sie war, als sie selbst es wusste. Anfangs war Nicole von dem Reichtum und der Haltung der anderen Menschen ihr und Charles als Charles Nichte gegenüber beeindruckt gewesen. Aber je mehr die Londoner Gesellschaft sie beschlagnahmte und sie auf eine Welle aus Chiffon und Taft und höflichen, leeren Worten mitriss, umso langweiliger, kahlköpfiger und aufgeblasener fand sie ihre Verehrer. Emily hörte ihr mit einem aufmerksamen Schweigen zu. Ihre Augen waren ebenso ruhig wie ihre Haltung. Als Nicole schließlich verstummte, fragte sie, »Und was hält Ihr Onkel von all dem?« »Er scheint sich zu freuen«, sagte Nicole mit einem Anflug von Zweifel in der Stimme. Lord Percy räusperte sich und mischte sich in das Gespräch ein. »Wenn ich das sagen darf, Mrs. Madden, Lord Charles ist entzückt. Er hat diese arme junge Dame in diese unbekannte Welt geworfen, und ihr ist es nicht nur gelungen zu überleben, sondern sie benimmt sich so, dass sie selbst auch und ihr Onkel sehr stolz auf sie sein können.« »Onkel Charles wünscht, dass ich mehr Geld ausgebe«, erzählte Nicole zerknirscht. »Das liegt daran, dass Miss Nicole nur 2 Kostüme und 6 Kleider hat«, erklärte Percy. »Das genügt natürlich nicht«, stimmte Emily ihm zu. »Aber von dem, was die Schneiderinnen verlangen«, protestierte Nicole, »könnte ich mein Dorf in Louisiana ein ganzes Jahr ernähren.« »Aber Sie sind nicht in Louisiana«, stellte Emily nüchtern fest. »Meine Liebe, darf ich Ihnen einen kleinen Rat geben?« »Natürlich«, Nicole beugte sich auf ihren Platz vor, »ich wäre glücklich, Ihren Rat zu bekommen. Vielleicht sollten Sie warten, bis Sie gehört haben, was ich Ihnen zu sagen habe, bevor Sie behaupten, dass Sie glücklich darüber sind.« Emily stellte ihre Tasse ab und faltete die Hände in ihren Schoß. »Um ehrlich zu sein, ich wollte Ihnen sagen, dass es überhaupt nicht darum geht, ob Sie glücklich sind.« Sie machte eine Pause, um Nicole Gelegenheit zu geben, ihr zu widersprechen. Als Nicole kein Wort sagte, richtete sich Emily auf ihrem Stuhl auf und sagte dann, »Ich würde meinen, dass es bei dieser Sache nicht um Glück geht, sondern vielmehr um Pflicht. Die Vorstellung, dass das Leben einen glücklich machen sollte, ist die Haltung der Jungen und Privilegierten. Aber jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, kann sehen, dass das Leben voller Schwierigkeiten und schweren Entscheidungen steckt.« »Was Sie sagen«, erwiderte Nicole langsam, »ergibt Sinn.« »Mit jeder Gabe kommt gleichzeitig eine Verantwortung«, sprach Emily weiter. »Ihr Onkel schenkt Ihnen sehr viel. Reichtum und eine gehobene Stellung, aber mit dieser Gabe kommt die Pflicht, diese Dinge weise einzusetzen.« »Aber wie?«, fragte Nicole. »Dieses Leben schränkt mich so ein. Meine Tage sind mit vielen trivialen Dingen gefüllt, die niemandem helfen.« »Sie müssen erst lernen zu gehen, bevor Sie fliegen können«, erwiderte Emily. »Konzentrieren Sie sich darauf, die Lektionen zu lernen, die sich Ihnen auftun. Mit der Zeit werden Sie dann Möglichkeiten finden, wie Sie Ihre neue Gabe einsetzen können, um anderen Menschen zu helfen.« Percy räusperte sich wieder. »Verzeihen Sie, Mrs. Madden, aber ich versprach, Miss Nicole in einer halben Stunde zu Ihrem Onkel zu bringen.« Nicole stand auf und fragte, »dürfte ich bitte wiederkommen?« »Nichts würde mir eine größere Freude bereiten.« Emily reichte ihr die Hand. »Meine liebe Nicole, diese wenigen Minuten haben mir 2 erstaunliche Eigenschaften an Ihnen gezeigt. Erstens, egal was Sie vielleicht denken, gehen Sie mit großen Schritten auf die Aufgabe zu, mit Würde Ihren Platz in England einzunehmen. Und zweitens, Sie machen sich immer noch nichts aus Ihrer Schönheit und Ihrem Reichtum. Sie haben ja keine Ahnung, wie selten das ist, meine Liebe. Ich bin sicher, Ihr Onkel ist von Ihnen sehr entzückt.« »Ich wünschte, ich könnte mir darin so sicher sein.« Emily lächelte. »Er wird stolz auf Sie sein. Sie werden die Pflichten Ihrer neuen Position ernst nehmen und mit der Zeit werden Sie Erfüllung finden. Auf dem Schiff sprachen Sie mit meinem Mann auch über Ihren Glauben an Gott. Denken Sie daran, dass Gott
uns nicht einen Weg verheißen hat, der mit blühenden Blumen bestreut ist. Er sagt einfach, dass er immer bei uns ist, bei allem, was das Leben bringt. Sehen meine Haare so gut aus? Sie sehen absolut umwerfend aus, wenn ich das so sagen darf, Miss Nicole. Maisie trat einen Schritt zurück. Drehen Sie sich jetzt um, meine Liebe, und lassen Sie sich anschauen. Die sind ja schon wieder zu Hause. Ne? Ist ein neuer Tag. Das neue Kleid war aus gestreifter Taftseide in einem glitzernden Smaragdgrün genäht und mit einer Reihe Seidenblumen geschmückt, die sich wie ein Wasserfall über den Rücken ergossen. Aber denken Sie daran, dass Sie diese Schleppe hochheben, wenn Sie sich setzen, sonst sehen diese Blumen plattgedrückt aus. Danke, dass Sie mir helfen, Maisie. Oh, das ist mir ein Vergnügen. Es tat mir ehrlich gesagt nur ein bisschen leid, als ich hörte, dass die Zofe mit Grippe da niederliegt. Ich liebe es so sehr, so etwas zu machen. Es ist, als könnte ich zuschauen, wie eine hübsche kleine Puppe Gestalt annimmt. Genau so fühle ich mich auch, dachte Nicole, während sie sich in dem hohen Spiegel betrachtete. Wie eine Porzellanpuppe, die herausgeputzt wurde, damit andere sie anstarren können. Aber was ist mit meinen Haaren? Machen Sie sich deshalb keine Sorgen. Diese kleinen Krönchen sind in Mode, habe ich gehört. Sie störte weniger die Krone als vielmehr das Arrangement aus großen grünen Stäben in orientalischem Design, die bei der kleinsten Bewegung wackelten. Nicole stellte sich aufrecht hin, hob ihre Schleppe mit der rechten Hand und übte ihren Knicks. Der Abend in der portugiesischen Botschaft war der erste wirklich offizielle Anlass in ihrem Leben. Charles hatte sich nach Kräften bemüht, sie schrittweise in den Pomp und Zeremonien der Londoner Gesellschaft einzuführen und fuhr mit ihr nur zu Einladungen, bei denen Freunde und Verbündete ihr Schutz bitten und ihre Fehler vergeben würden. Aber heute Abend würde das anders sein. Die Londoner Saison ging ihrem Ende entgegen und das Fest der portugiesischen Botschafters war die letzte Gelegenheit für einen offiziellen Auftritt. Sie wusste, wie wichtig dieser für ihren Onkel war und wollte deshalb unbedingt alles richtig machen. Verantwortung, flüsterte sie bei sich und beobachtete kritisch ihr Spiegelbild, während sie sich leicht nach vorn beugte und dabei einen Arm, der in einem weißen Handschuh steckte, in einer hausholenden Geste ausstreckte. Sie erhob sich wieder und fragte, wie war das? »Anmutig wie ein Schwan«, sagte Maisie, die die Hände über ihre Schürze gefaltet hat. »Meine Güte, Sie werden seine Lordschaft große Freude machen.« »Das hoffe ich.« Dann wiederholte sie das Wort noch einmal bei sich. »Verantwortung.« Je mehr sie an Emilys Rat dachte, desto überzeugter war sie von der Weisheit ihrer Worte. Sie hatte sich oberflächlich verhalten. Es war nötig, dass sie die Lektionen der höflichen Gesellschaft lernte, damit sie sich einfügen und angemessen verhalten konnte. Dann und erst dann konnte sie anfangen, Verantwortung zu übernehmen und ihre Privilegien und ihren Reichtum sinnvoll zu nutzen. Das Leben war nicht nur dazu da, sie glücklich zu machen. Es ging darum, das Bestmögliche aus dem zu machen, was ihr gegeben wurde, Gutes zu tun und dabei das zu erfüllen, was sie als die ihr zugedachte Aufgabe erkannt hatte. Verantwortung. Aber während Nicole die Treppe hinabstieg, hatte sie das Gefühl, durch mehr als nur durch ihr Korsett eingeengt zu sein. Es war, als wäre jeder Atemzug ein Kampf gegen die Einschränkungen einer Welt, die sie nicht verstand. Während sie den vorderen Salon betrat, fiel ihr Blick unweigerlich auf den Seitentisch. Auf einem Silberteller stapelte sich die Post. Weitere 6 geprägte Einladungen waren an diesem Tag gekommen, zusammen mit den 3 Karten von Menschen, die gekommen waren, um seine Lordschaft und der neuen Erbin offiziellen Respekt zu zollen. Nicole unterdrückte ein Schaudern bei den Gedanken an weitere Tees und Ausstellungen und Dinners und Plaudereien. »Ich bin bereit, Onkel.« »Du siehst großartig aus, meine Liebe.« Charles strahlte stolz, als er sie anschaute, wie sie so dastand. »Ich muss sagen, die Schneiderin hat sich selbst übertroffen.« »Nochmals danke für das Kleid.« »Bitte, es ist nicht nötig, dich bei mir zu bedanken.« Es war seltsam, dass ausgerechnet Charles so viel Wert darauf legte, dass sie neue Kleider kaufte, denn er selbst trug denselben dunklen Frack, dieselbe Hose und Weste mit Goldrand, die er bei solchen Gelegenheiten immer anhat. »Ich wünschte nur, ich könnte dich überreden, noch mehr für Schneiderinnen auszugeben. Aber vergessen wir das jetzt, meine Liebe, ich habe eine Überraschung für dich.« Sobald er die Hand an seine Jacke steckte, rief Nicole, »Ein Brief!« »Er ist eingetroffen, während du dich angekleidet hast. Ich hielt es für das Beste, zu warten, bis du nach unten kommst.« Nicole benutzte den silbernen Brieföffner, um das Siegel aufzubrechen. Sie überflog die ersten paar Zeilen und rief entsetzt, »Das kann doch nicht sein!«
Was ist denn? Charles war sofort an ihrer Seite. Du bist ja kreidebleich geworden. Hier, du musst dich setzen. Er führte sie zu einem Sofa. Jetzt sag mir bitte, was passiert ist. Es ist Sal. Er ist tot. Die Grippe hat ihn dahingerafft. Das ist nicht möglich. Charles sank neben ihr aufs Sofa. So ein kräftiger junger Mann. Er kann doch nicht der Krankheit erlegen sein. Aber so ist es. Nicole las den Brief zu Ende. Anne ist am Boden zerstört. Natürlich ist sie das. Das arme, liebe Mädchen. Die beiden haben sich so geliebt. Sie waren so glücklich miteinander. Charles schüttelte den Kopf. Und das Baby? Ihm geht's gut. Mutter Catherine sagt, er ist das Licht ihrer Tage. Sie haben ihn John genannt, nach meinem Großvater. Catherines Vater, natürlich, ein guter Mann. Schließlich drang das Datum vor Silas Beerdigung zu ihr durch. Er ist fast seit 3 Monaten tot. Der Brief sank auf ihren Schoß. Noch nie in ihrer ganzen Zeit hier hatte sie sich von der Welt, die sie kannte, oder von der Familie, die sie so liebte, so weit entfernt gefühlt. 3 Monate. Nicole blickte auf und sah den besorgten Blick in Charles Augen. Sie lernte ihren Onkel immer besser kennen und durchschaute deshalb sofort, was er dachte. Charles erwartete, dass sie sagen würde, sie wolle nach Hause zurückfahren, was ihr tatsächlich durch den Sinn geschossen war. Und ihm graute davon, Nicole an das Versprechen erinnern zu müssen, ihm 2 Jahre zu schenken. »Wenn ich nur wüsste, was ich tun soll«, murmelte sie. Charles atmete tief ein und massierte seine Brust, eine Bewegung, die eine vertraute Gewohnheit geworden war. Dann erhellte ein neues Leuchten sein Gesicht. »Dürfte ich vorschlagen, dass du Anne schreibst und sie einlädst, nach England zu kommen?« »Was hast du gesagt?« »Aber gewiss, in dieser Situation könnte ihr ein Tapetenwechsel sehr gut tun. Bitte ihr die Möglichkeit an, diese Tragödie und ihre Zukunft aus einer anderen Perspektive zu sehen.« »Oh, Onkel, das ist eine wunderbare Idee!« Der Gedanke, ihre Schwester und Freundin wiederzusehen, erfüllte sie mit einer fast verzweifelten Sehnsucht. »Aber glaubst du, dass sie kommen würde?« »Das werden wir erst wissen, wenn du ihr schreibst und sie fragst.« Dann griff er nach der Glocke. Als Gellert erschien, sagte Charles, »Ich muss eine Nachricht schreiben, die sie bitte dem portugiesischen Botschafter überbringen. Wir haben gerade traurige Nachrichten erhalten und können deshalb heute Abend nicht am Empfang des Botschafters teilnehmen.« »Ja, Milord.« Gellert verbeugte sich in Nicoles Richtung. »Ich konnte nicht umhin, Ihre Worte mit anzuhören, Miss Nicole. Darf ich Ihnen sagen, wie sehr ich den Verlust Ihrer Familie bedauere?« »Danke, Gaylord.« Nicole war versucht, Charles' Entscheidung zuzustimmen und diese schreckliche Nachricht als Vorwand zu benutzen, um ihre Einführung in die offizielle Gesellschaft zu verschieben. Sie hätte sich keine perfekte Ausrede wünschen können, aber etwas in ihr rebellierte. Sie straffte die Schulter und erhob sich. »Das wird nicht nötig sein, Onkel Charles. Meine Liebe, ich kann unmöglich von dir verlangen. Du hast selbst gesagt, wie wichtig dieser Abend ist. Meine Augen sind nicht verweint, nicht wahr?« »Sie sind perfekt.« Charles stand neben ihr, sein Gesicht verriet seinen Stolz und seine Dankbarkeit. »Meine Liebe, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer, dass ich sehr stolz auf dich bin.« Auf der Rückfahrt aus der neuen französischen Siedlung nach Georgetown saß Catherine neben einem akkadischen Bauern und staunte darüber, wie gut das Leben es mit ihr meinte. Also wir sind jetzt in Amerika. In einem Alter, in dem viele Frauen anfingen, sich auf ihr alten Teil zurückzuziehen und sich zur Ruhe zu setzen, verfolgte sie mit frischer Freude ein neues Ziel. Die Jahreszeit passte zu ihrer Stimmung, lebendig, fröhlich und mit einem starken Südwind. Es war der wärmste Herbst, an den sie sich erinnern konnte. Die Sonne verwandelte die kurzen Regenschauer in goldene Vorhänge. Fast jeden Nachmittag sah man einen Regenbogen farbenfroher Bänder, die oft den ganzen Himmel überspannten. Wenn ich dir das gerade lese, überlege ich gerade. Die Frau, ne, die Catherine, die ist ja eigentlich genauso alt wie ich jetzt. Und da wird schon über alten Teil geredet, weil früher die Menschen ja generell im Schnitt nicht so lange gelebt haben und auch ja, im Alter, also viel schneller gealtert sind, ne, durch Umstände, durch das ganze Leben, auch die medizinische Versorgung und alles. Also wenn ich überlege, dass sie mit nicht mal 50 Jahren schon eigentlich alt war, ne? Ja. Sie fuhren die letzte Anhöhe vor Georgetown hinauf. Dann brachte der Bauer die Pferde zum Stehen und gönnte den müden Tieren eine Verschnaufspause.
Der Wagen knarrte unter dem Gewicht der letzten Sommerernte und der ersten Krüge mit frischem Apfelmost. Der Bauer war ein schweigsamer Mann und hatte während der ganzen Fahrt nur wenig Sätze gesprochen. Aber Catherine störte das nicht. Nach zwei langen Tagen, in denen sie mit 17 Kindern beschäftigt gewesen war, war ein wenig Ruhe eine angenehme Abwechslung. Der Wind war so stark, dass die Plane ihres Wagens aufgebläht wurde und sie die Bänder ihres Hutes festhalten musste. Aber es war ein so warmer und wolkenloser Nachmittag, dass sie gemütlich dasitzen und die Welt vor sich betrachten konnte. Zwischen innen und dem Turm von Andrews Kirche schien alles in 100 verschiedenen Herbstfarben zu schillern und zu tanzen. Der Wind machte die Bäume kahl und schickte die Blätter in einer so ungeduldigen Eile auf den Boden, dass sie nicht viel anders sehen konnte. Auf dem Gipfel des Hügels war sie eingehüllt von Sonnenschein, dem lauen Himmel und dem stürmisch wehenden Wind. Unter ihnen wogte eine Herbstflut in rot-gelben und goldfarbenen Farben. Goldenen Farben. Der Bauer schnalzte mit der Zunge und ließ die Zügel knallen. Langsam fuhren sie die holprige Straße hinab. Catherine beschirmt ihre Augen. Sobald sie innerhalb des Schutzes der hohen Bäume waren, blickte sie bewundernd auf. Jetzt funkelte und tanzte die Sonne durch die weiten Zweige und fliegenden Blätter, als würde sie Funken eines himmlischen Feuers sprühen. Während sie sich Georgetown näherten, zog Catherine die Liste, an der sie gearbeitet hatte, aus ihrer Schultertasche und überprüfte sie noch einmal. Alles schien in Ordnung zu sein. Sie reichte sie dem Bauern und sagte auf Französisch, »Kaufen Sie bitte diese Sachen und bringen Sie sie der neuen Familie.« »Ich werde tun, was Sie sagen, Madame.« Dann gab sie ihm einen Lederbeutel. »Das sollte für die Kosten genügen. Wenn es nicht reicht, bezahle ich Ihnen den Rest, wenn wir uns nächste Woche sehen.« Charles schickte ihnen weiterhin Geld und Andrew wehrte sich auch nicht mehr dagegen. Das war aus vielen Gründen gut so. Andrews Gelenke bereiteten ihm zunehmend Probleme, was dazu führte, dass er das Lederhandwerk aufgeben musste. Außerdem war die Gemeinde ziemlich schnell gewachsen und damit auch die Anforderungen an Andrews Zeit. Aber der Hauptgrund, weshalb sie für das zusätzliche Geld so dankbar waren, war, dass sie damit den Neuankömmlingen zu einem guten Start verhelfen konnten. Kolonisten, die der Krone loyal ergeben waren, strömten in unglaublichen Scharen in die kanadischen Provinzen. Jede Woche kamen ganze Schiffsladungen mit weiteren Loyalisten an, die vor den zunehmenden Konflikten weiter im Süden flohen. Einige brachten Geld und Werkzeuge für ihren Beruf mit, andere wenig mehr als Geschichten von Kämpfen und Not. Catherine und Andrew hatten wenig Zeit für die Geschichten, da ihre eigene Loyalität geteilt war und die Nachrichten wurden zunehmend deprimierender. Aber es waren Menschen in Not und sie litten mit ihnen. Es war wichtig, Familien, die darum kämpften, ein Dach über den Kopf zu bekommen, Hilfe anzubieten, bevor der Winter Einzug hielt. Catherine sprach weiter. Es ist auch Geld dabei, mit dem die Leute bezahlt werden sollen, die helfen, die Hütte der Parkers zu bauen. Die Silbermünzen klimperten, als der Bauer den Beutel in seine Westentasche steckte. Er schaute mit zusammengekniffenen Augen die Straße hinab. Nach einer Weile sagte er, »Es ist nicht gut, dass Sie von uns verlangen, darüber zu schweigen, woher das Geld kommt. Früher oder später werden die Leute es doch erfahren.« »Trotzdem wollen wir, dass es so bleibt. Sie und Andrew waren übereingekommen, dass sie ihre Geschenke so anonym wie möglich verteilen wollten.« Das verhinderte nicht, dass die Leute es herausfanden und ihnen danken, aber es sorgte doch dafür, dass nicht noch mehr Aufsehen erregt wurde. Außerdem benutzten sie Charles' Geld, um Frieden unter den Nachbarn zu fördern, da sie französische Siedler dafür bezahlten, Hütte von neuen englischsprachigen Einwanderern zu bauen. Die Franzosen waren selbst neu hier und brauchten dringend Geld, besonders da die Marktpreise ständig nach oben kletterten. Das bedeutete, dass die meisten Neuankömmlinge viel zu dankbar für ihre Hilfe waren, um sich über ihre Nachbarn zu beklagen. »Es wird so geschehen, wie Sie wünschen«, sagte der Bauer. Dann brachte er den Wagen vor der Abbiegung zu Catherines Haus zum Stehen und wartete, bis sie ausgestiegen war. Er griff hinter den Sitz, holte einen irdenen Krug hervor und reichte ihr ihn. »Ich dachte, Sie und der Pfarrer würden vielleicht gern etwas von der neuen Ernte kosten.« »Oh, danke. Andrew liebt Apfelmost.« Ohne ein weiteres Wort zu sagen, gab der Bauer seinem Pferd mit einem Schnalzen ein Zeichen, tippte zum Gruß an seinen Hut und fuhr weiter zum Markt. Sie drehte sich um und ging schnell die Straße hinauf, froh, wieder zu Hause zu sein.
Es war ihr anfangs schwer gefallen, bei den Arkadiern zu übernachten, aber es war sinnvoll. Die 20 Kilometer lange Strecke führte über Hügel und eine sehr holprige Straße. Den Weg jeden Morgen und Abend zurückzulegen hatte sich als sehr kräftezehrend erwiesen, so dass einer der Bauern eigens für Kätrin einen alten Schuppen in eine Hütte umgebaut hatte. Dann hatten die Bauern des Dorfes diese mit einem einfachen Boden, einem Tisch, etwas Geschirr und Besteck ausgestattet. Das war ihre Art, sich bei der Engländerin zu bedanken, die für ihre Arbeit keine Bezahlung annehmen wollte. Kätrin empfand es als schwere Herausforderung, von ihrer Familie fort zu sein, aber gleichzeitig fühlte sie sich gesegnet. Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie ihre Nächte allein verbrachte. Die Geräusche klangen fremder und die Stille hatte mit bemerkenswerter Kraft von den Wänden wider. Diese Nächte gaben ihr Zeit zum Nachdenken. Beten und Bibellesen bekamen eine neue Bedeutung und sie hatte das Gefühl, dass Gott in diesen Zeiten, in denen sie ganz allein war, anders zu ihr sprach. Kätrin schob das Gartentor auf und spürte die vertraute Freude, wieder nach Hause zu kommen, während sie zur Haustür eilte. Großvater Preis musste wieder im Garten vor dem Haus gearbeitet haben, denn das letzte Wurzelgemüse war geerntet. Auf dem Fenstersims in der Küche lagen Karotten und Rüben. Ein großer Korb mit schmutzigen Kartoffeln stand neben der Haustür. Sie stieß die Tür auf. Noch bevor sie etwas sagen konnte, kam Anna auf sie zugestürmt und verkündete: »Ich werde nicht gehen, und dabei bleibt es.« »Gut, Liebes, lass mich meinen Mantel ausziehen und meinen Hut ablegen.« Kätrin ließ sich Zeit beim Ausziehen, da sie diese Veränderung bei Anna erst auf sich wirken lassen wollte. Ihre Tochter war von einer neuen Vitalität erfüllt, während sie jetzt händeringend im Zimmer auf und ab ging. Diese Veränderung war schockierend. Anna hatte seit Cyrils Tod nicht viel Energie gezeigt, aber jetzt lief sie wie ein gefangenes Tier in einem Käfig hin und her. Ihr schwarzer Rock raschelte wütend um ihre Knöchel. »Wie geht's dem kleinen John?« erkundigte sich Kätrin. »Dem Baby geht's gut.« Anne wollte offensichtlich nicht über das Kind sprechen. »Es ist ein Brief aus England gekommen.« »Oh, das freut mich. Wie geht's Nicole?« »Ihr geht's gut, zumindest glaube ich das«, sagte Anne mit einem Achselzucken. »Sie schreibt nicht direkt etwas über sich.« »Warum nicht?« Anne schwieg. Also ging Kätrin durch den Raum und setzte sich neben den kalten Kamin. »Komm und setz dich zu mir, mein Schatz.« »Das kann ich nicht.« »Setz dich, Anne.« Kätrin gefiel es nicht, ihrer erwachsenen Tochter gegenüber einen strengen Ton anschlagen zu müssen, aber Annes Stimmungen kamen mit einer solchen Wucht, dass ihr manchmal keine andere Wahl blieb, um zu ihr durchzudringen, wenn Anne sie überhaupt hören sollte. »Ich kann mich nicht auf das konzentrieren, was du mir sagen willst, wenn du so herumläufst. Bitte setz dich.« »Oh!« Anne sank auf die Bank gegenüber von ihrer Mutter. »Ich kann nicht verstehen, was in die beiden gefahren ist. Wie können sie nur so einen so lächerlichen Vorschlag machen?« Kätrin war sofort klar, was in dem Brief stehen musste. Trotzdem musste sie es mit eigenen Ohren hören. »Bitte sag mir, was sie vorgeschlagen haben.« »Nicole und Charles wollen, dass ich mit dem kleinen John zu Besuch komme.« »Nach England? Warum sollte ich nach England fahren wollen?« Kätrin betrachtete ihre Tochter forschend. Anne war schon immer ziemlich zierlich gebaut gewesen, schon als Kind. Aber seit Zarels Tod wirkte Anne noch zerbrechlicher. Wie sie es schaffte, das Baby zu stillen, war allen ein Rätsel. Eine tiefe Traurigkeit umgab sie. Ihre Hautfarbe war fahl geworden und ihre Haut spannte sich über die Knochen und ließ sie so zerbrechlich aussehen wie einen kleinen Vogel. Ihre dunklen Augen wirkten riesig und ihre Gesichtszüge waren angespannt. Von dem Glück, das früher darin geherrscht hatte, war nichts mehr zu erkennen. »Wie kann jemand, der richtig im Kopf ist, so einen Vorschlag machen?« zetterte Anne weiter. »Ausgerechnet jetzt, in meiner Situation!« Kätrins Gedanken kehrten sich nach innen. Das war eine weitere Folge der Zeit, die sie allein verbrachte, die neu gefundene Fähigkeit, sich aus äußeren Unruhen zurückzuziehen. Dieser innere Freiraum war ein Geschenk Gottes, denn er bedeutete, dass sie vor dem Schlimmsten von Annes Leiden verschont blieb. Andernfalls hätte es zu leicht passieren können, dass sie in der Trauer ihrer Tochter mitversunken wäre. »Ich habe ein Baby, das ich großziehen muss. Ich habe einen Mann, um den ich traue. Ich habe hier Dinge, die ich tun muss. Auf die Idee zu kommen, ich würde einfach alles packen und tausende von Meilen über das Meer reisen, das ist doch verrückt!« Kätrin drehte sich um und schaute durch das offene Fenster hinaus. Die von dem Wind aufgewehten Wolken aus Staub und Blättern flogen an ihrem kleinen Häuschen vorbei.
Vorboten der vielen Veränderungen, die die Welt jenseits ihres Dorfes erfassten. Sie fragte sich, wie sie so ruhig bleiben konnte. Vielleicht war sie nur benommen und taub, aber das glaubte sie nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was in sie gefahren ist, dass sie so etwas auch nur vorschlagen können. Catherine schaute ihre Tochter an und fragte, wo ist Großvater? Ich weiß nicht. Anne schien Catherines einfache Frage zuerst nicht zu verstehen. Er ist mit dem Baby spazieren gegangen. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ich denke, ich sollte langsam anfangen, das Essen zu kochen. Sie erhob sich von ihrem Stuhl und ging zur Küche. Plötzlich fühlte sie sich sehr müde und die alltäglichen Bewegungen, die sie ihr ganzes Leben lang gewohnt war, wurden zu einer schweren Last. Anne trat neben ihre Mutter und starrte sie ungläubig an. »Aber hast du denn nichts zu dem Brief zu sagen, zu ihrer Einladung?« »Ich habe noch nicht alles gehört, was sie geschrieben haben.« Sie begann, die Karotten zu putzen und sie in dünne Scheiben zu schneiden. Ein Eintopf wäre jetzt gut. Andrew mochte abends gerne einen dampfenden, heißen Eintopf. »Und das sieht so aus, als hättest du genug Worte für uns beide.« »Ich habe...« Anne stützte sich mit einer Hand auf die Arbeitsplatte auf. Mit ruhiger Stimme fragte sie, »Willst du, dass ich gehe?« »Ob ich es will?« »Nein, natürlich nicht.« Catherine machte sich wieder dran, das Gemüse mit langsamen, bewussten Bewegungen zu schneiden. »Ich will, dass du immer hier bei uns bleibst. Ich will den kleinen John groß werden und zum Mann heranwachsen sehen. Ich will vieles.« »Gut«, sagte Anna, nur ein bisschen weniger verwirrt, »denn ich werde nicht gehen, ich werde nirgendwo hingehen.« Catherine musste das Messer weglegen. Vor ihren Augen war plötzlich alles verschwommen und sie hatte Sorge, sie könnte sich schneiden. Sie drehte sich zum Fenster herum und beobachtete, wie sich die Bäume vor ihrem kleinen Haus im Wind bogen. Mit der Weisheit einer Mutter wusste sie es. Ja, es gab keine Frage. Sie wusste es. Ein weiterer Brief traf ein, dieses Mal von Nicole. Anne hatte sich den Kopf darüber zerbrochen, wie sie ihre Antwort formulieren sollte, hatte bis jetzt aber nur einige Seiten begonnen, um sie dann ins Feuer zu werfen. Als sie jetzt das Siegel auf dem neuen Umschlag aufbrach, zitterten ihre Finger. Sie hoffte, Nicole hätte ihre Meinung in Bezug auf diese verrückte Idee geändert. Anne hatte geplant, ihr klar und deutlich eine Absage zu erteilen und die Sache damit ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Mit einem kleinen Kind eine Seereise zu unternehmen, war nun wirklich völlig indiskutabel. Aber Nicoles zweiter Brief war alles andere als ein kühner Vorschlag. Ganz im Gegenteil. Er war so anders, dass Anne geradezu schockiert war. Der Brief sprach von Sehnsucht und von Einsamkeit. Nicole sagte, sie wünschte, sie wäre jetzt zu Hause und könnte ihre Schwester in der Zeit ihrer Trauer trösten und fügte hinzu, sie würde auf der Stelle ein Schiff suchen und nach Hause zurückfahren, wenn das Versprechen nicht wäre, das sie ihrem Onkel gegeben hatte. Während Anne weiterlas, wartete sie darauf, dass die gefürchtete Einladung wiederholt würde. Stattdessen erzählte ihr Nicole von der aufgefüllten Saison in der Londoner Gesellschaft, in die sie hineingeworfen worden war. Ja, hineingeworfen. Denn obwohl Nicoles Zeit mit luxuriösen Festen und Dinereinladungen gefüllt war, schien sie keine Freude daran zu finden. Das brachte ein Runzeln auf Annes Stirn. War Nicole wirklich so einsam, so leer, wie ihr Brief klang? »Ich vermisse euch alle so sehr«, schloss der Brief. »Ich würde alles dafür geben, euch wiederzusehen, wenn auch nur für einen Tag eine Stunde.« Wie oft hatte Annes Herz im Laufe der vergangenen Monate einen ähnlichen Schrei ausgestoßen. Oh, wenn sie ihn nur wiedersehen, ihn für einen einzigen Moment festhalten könnte. Plötzlich wuchs in Anna ein neues Verständnis für Nicole und ihre Einsamkeit. Ein weiteres Schuldgefühl nagte an Anna. Schon zweimal hatte Cyrils Mutter aus Wales geschrieben und ihr Traurigkeit und ihren tiefen Wunsch zum Ausdruck gebracht, ihren Enkel in den Armen halten zu dürfen. Vor dem Hintergrund dessen, was Anne selbst erlitten hatte, verstand sie nur zu gut, wie wichtig eine Familie war. Die Mutter ihres lieben Mannes verdiente es, Charles Sohn zu sehen. Und der kleine John verdiente es, seine Verwandten nicht nur aus Erzählungen zu kennen. Er brauchte Beziehungen, besonders da keine großen Chancen bestanden, dass er seine Großeltern mütterlicherseits hier kennenlernen würde. Die anstrengende Fahrt von Louisiana nach Nova Scotia würde wahrscheinlich nicht wiederholt werden. Es wäre bald unmöglich für Onkel Charles, ein Schiff zu mieten, und Anne hatte nicht die Absicht, allein nach Louisiana zu fahren, besonders nicht jetzt, wo der Krieg unmittelbar bevorstand.
Sie fühlte sich zwischen ihrer lähmenden Trauer und den Nöten der Menschen, die sie liebte, hin und her gerissen. Verwirrt und gequält und nicht in der Lage, eine klare Entscheidung zu treffen, nahm sie das alles mit ins Gebet. Anne legte in ihre Unentschlossenheit ab und übergab die Sache ihrem Herrn. Aber später quälte sie sich damit, die Last wieder auf ihre schwachen Schultern nehmen zu wollen und mit ihrem eigenen Verstand einen Weg aus diesem Dilemma zu finden. Was soll ich nur tun? Was würde Sarel von ihr wollen? Was ist das Richtige für John? Herr, ich brauche irgendein Zeichen, flüsterte sie in ihrer Not. Zeige mir, was du von mir willst. Wenn ich gehen soll, muss ich bald gehen. Ich fürchte, dass wegen des Krieges bald keine Schiffe mehr auslaufen werden. Außerdem schien es nicht die richtige Jahreszeit zu sein, um eine Seereise nach England zu unternehmen. Der Herbst ging bereits in den Winter über. Bis sie alle Vorkehrungen getroffen und eine Überfahrt gebucht hätte, wäre Weihnachten vorbei und die kältesten Monate lägen über dem Land. Der Gedanke an einen Sturm auf See mitten im tiefsten Winter machte ihr Angst. Es war schwer genug, in den milden Monaten eine Ozeanüberquerung auf sich zu nehmen. Aber im Winter? Das Ganze klang wirklich nach einem törichten Unterfangen. Aber wenn Gott wollte, dass sie ging, würde es sich dann nicht auch in den Gefahren beschützen? Es waren Monate vergangen, seit Anne in ihrem Haus in Halifax gewesen war, aber sie hatte das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit war, zurückzukehren, wenn auch nur um sich um ihren Besitz zu kümmern und ihre Finanzen zu klären. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, ohne Sarel weiter in dem geliebten kleinen Haus zu wohnen. Die Erinnerung an ihn wäre überall und würde sie mit jedem Schlag der Uhr einholen, die er so treu jeden Sonntagmorgen gestellt hatte. Sie würde leise hinter sie treten und in die Kochtöpfe schauen, wenn sie das Essen zubereitete, und an ihrem Ärmel zupften, wenn sie in die Kälte hinaustreten wollte, um sie daran zu erinnern, sich ein Tuch umzulegen. Nein, Anne glaubte nicht, dass sie je wieder in diesem Haus würde leben können. Aber sie musste zurückkehren. Nur ungern bat sie ihre Eltern, sie zu begleiten, aber sie wusste, dass sie diese Fahrt alleine nicht bewältigen konnte. Andrew und Catherine wirkten nicht überrascht, als sie ihre Bitte vorbrachte. Natürlich, hatte ihr Vater für sie beide geantwortet. Ich treffe sofort alle nötigen Vorkehrungen. Dann geschah alles viel schneller, als Anne es sich gewünscht hatte. Sie brauchte Zeit, sich vorzubereiten, zu beten, sich gegen angenehme, aber schmerzliche Erinnerungen zu wappnen, die sie sicher begrüßen würden, sobald sie über die Schwelle trat. Aber dafür blieb ihr nur Zeit, während sie über die holprige, gefrorene Straße nach Halifax fuhren. Zum Glück schlief das Baby die meiste Zeit. In den Stunden, in denen John wach war, schien er sich über das Abenteuer zu freuen und jeden Zweig, der nahe an der Straße hing, zu beobachten, jedem Vogel, der über ihre Köpfen flog, nachzuschauen. Andrew lächelte. »Dieser Junge sieht alles«, sagte er mit Stolz eines Großvaters. Anne reichte Catherine das Kind. Ihre Arme schmerzten davon, dass sie ihn so lange gehalten hatte, aber trotzdem gab sie ihn nicht gerne her. Je näher sie nach Halifax kam, desto deutlicher meldete sich ihre Trauer. Es würde nicht leicht werden, für keinen von ihnen. Anne neigte wieder den Kopf zum Gebet. Sie würde alle Hilfe, die der Himmel ihr geben konnte, brauchen, um die kommenden Tage zu überstehen. Am folgenden Morgen besuchte sie Sarels Bank. Andrew begleitete sie, während Catherine mit dem kleinen John zu Hause blieb. Obwohl Anne sich fühlte, als würde ein dichter Nebel sie umgeben, war sie in der Lage, sich um ihre finanziellen Angelegenheiten selbst zu kümmern. Sarels Arztpraxis sollte an einem anderen Arzt verkauft werden. Der neue Arzt war ebenfalls ein Loyalist, einer der vielen Königstreuen, die nach Halifax gekommen waren, um dem drohenden Krieg zu entfliehen. Anne versuchte nicht auf die vielen Gerüchte über Unruhen zu hören, die überall zu vernehmen waren. Gerüchte über Angst und Menschen auf der Flucht, über Wut und Hass und Rebellion. Berichte, die sie fürchten ließen, dass sie dies alles schließlich zu einem großen Konflikt führen würde, in dem Häuser geplündert wurden, Familien ihre Heimat verloren und Männer getötet wurden. Sie erschauderte bei diesem Gedanken und sehnte sich nach einem dauerhaften Frieden, nach einer Welt, in der das Leben ihres Jungen nicht bedroht wäre. Denn obwohl die Probleme zwischen den neuen Kolonien und England bestanden, überströmten jetzt die Loyalisten Kanadas Küsten mit Schiffen, um den Krieg zu entfliehen. Konnte es sein, dass der Krieg ihnen folgte und Nova Scotia mit in den Konflikt hineingezogen würde? »Bitte verzeihen Sie«, sagte Anne, »um nichts über den Krieg hören zu müssen, aber ich muss bald zu meinem kleinen Sohn zurück.«
Die Männer nickten und das Gerede über den Krieg verstummte. Die Papiere wurden vorgelegt und schnell und sachlich unterschrieben, dann verabschiedete sich der neue Arzt. Nachdem sie auf der Bank noch einige andere Angelegenheiten geklärt hatten, stand es Anne frei, nach Hause zu eilen. Sie atmete mit einem tiefen Seufzer ein, als wollte sie ihre Seele von der Verwirrung und Angst hereinwaschen. Anne wusste, dass sie nicht in Halifax bleiben würde. Sie würde ihr Haus verkaufen. Angesichts der vielen Loyalisten, die jetzt in der Stadt lebten, waren sie und der kleine John hier nicht mehr sicher. Halifax war sicher der erste Ort, an dem die Armee zuschlagen würden, falls sich der Krieg über die Grenzen der amerikanischen Kolonien hinaus ausbreitete. Deshalb würde sie ins Landesinnere ziehen, in eines der Dörfer, die zwischen den Wäldern versteckt waren. Dort waren sie hoffentlich in Sicherheit. Bei diesem Gedanken fühlte Anne, wie die eisernen Bande um ihr Herz sich allmählich lockerten. Guck mal, ich glaube, an dieser Stelle mache ich jetzt Schluss für heute. Wir lesen nächstes Mal weiter, wie es denn jetzt mit Anne und so weitergeht. Wo habe ich denn jetzt das Brillenmetall? Ja, hier. Genau, so sieht's jetzt aus. Nicole ist in England, fühlt sich aber da nicht wirklich wohl, bis jetzt immer noch nicht in ihrer Haut. Sie fühlt sich sehr, sehr einsam und freut sich tatsächlich riesig darüber, dass sie ihre Freundschaft mit der Schiffsfrau, mit der Kapitänsfrau, meine ich, wieder aufnehmen konnte, dass jetzt die Beziehung weitergehen kann, dass sie eine Freundin in London hat, mit der sie auch wirklich frei reden kann. Ja, und Anne ist verwitwet und doch trotz ihres Glaubens verbittert und ja, auch alleine. Beide Mädchen sind tausende Kilometer voneinander entfernt und richtig, richtig einsam in ihrem Leben, obwohl so vieles um sie drumherum passiert. Ne? Anne hat ihr Baby, Nicole hat Onkel Charles und die Londoner Gesellschaft und alles. Aber nichtsdestotrotz sind sie einsam. Und ja, Nicole hofft sehr, dass Anne nach England kommt. Und ob das passiert, ob das der Fall sein wird, das lesen wir dann in den nächsten Videos weiter. Genau. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch ein schönes restliches Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.